Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und willkommen bei Max Beach Shop. Ich habe mir heute mal ein schönes Wetter ausgesucht. Ich bin heute sogar im Wald unterwegs. Guck, auf Rille vom Friedhof im Wald. Jetzt bin ich offiziell im Wald. Ja, und wäre heute so ein bisschen. Ja, ich will mal wieder ein bisschen latschen. Ich habe gestern Abend halbes Marzipanbrot gegessen. Das hat mir nicht gut getan. Habe mich entschieden, Alter, ess weniger Marzipanbrot, sonst liegst du irgendwann da. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen drehe ich meine Waldrunde jetzt, aber nur eine halbe. Weil danach laufen wir eine ganz große Schleife. Laufen noch beim Friedeburger Dorfbaumarkt vorbei und holen noch ein bisschen Öl. Weil wir heute noch einen Ölwechsel machen müssen beim Opel Meriva, der diese Woche rausgeht. War die Abmachung, weil da war so ein Kaufding oder sowas. Muss Gordon dann eben tüdeln. Ja, das ist meine Idee. Alter, es geht ja sogar. Was ist das denn? Was ist kaputt hier oder was? Hier ist Eis. Naja. Ja, was haben wir heute sonst? Eigentlich einen Werkstattalltag oder einen Gurkenalltag. Aber unter anderem holen wir noch ein Auto. Ein BMW E46. Heißen die Dinger? Touring heißen die ja bei BMW. Kombi mit M-Pakete und so ein Scheiß. Könnte interessant werden, die Karre. Ich glaube, das läuft ganz gut. Und danach bleiben wir beim Thema BMW, würde ich sagen. Und bringen wir diesen E36 wieder ins Laufen, den wir auf dem Hof stehen haben. E36 Compact, weil den kommen wir auf jeden Fall. Also ich überlege, ob ich da jetzt, ich gucke mir den Wagen einmal durch, aber ich glaube nicht, dass ich da TÜV draufballer. Ich glaube, den schiebe ich nur weiter, so wie er ist. Halt ein bisschen sauberer, ein bisschen ordentlicher und ein bisschen funktionierender. Halt mit einer Probefahrt und sowas. Also war, glaube ich, kein Auto, wo ich mit neuer TÜV verballer. Früher habe ich immer gesagt, alles, was ich rausgebe, hat neue TÜV. Mittlerweile bin ich der Meinung, ich kann auch Dinge an irgendwelche Bastler abdrücken, die halt dann Bock haben, die Kiste selber zu schrauben. Weil es manchmal auch ein bisschen mehr Sinn macht, als so eine richtig tote Gurke wieder zu beleben, da zwei Jahre TÜV drauf zu ballern und danach mit Reklamation niedergemäht zu werden. Dann kannst du vielleicht so eine Kiste nehmen, die von Anfang an unter TÜV und sagst, pass auf, da musst du ran schrauben. Und wenn sie nicht ran schrauben wollen, kriegen sie sie halt nicht. Gut, ich latsch mal eben. Wenn du die eine Runde hier latschen, hier vorne, dann laufen wir in die Richtung, gehen zum Baumarkt, holen noch ein bisschen Öl, 10W40 oder 15W, je nachdem. Und dann kann Gordon nachher noch einen Ölwechsel machen bei der Kiste. Dann bin ich da safe und da raus. Und dann kann er gleich weitermachen. Ich habe zwei Projekte für ihn, oder ein Projekt. Ein Projekt unter anderem ist dieser silberne Golf 4 mit diesem scheiß Achsschenkel, der da noch rein muss. Und danach bin ich die Kiste endlich los. Dann hat das Ding endlich, kann das Ding endlich so einen TÜV fahren. Wäre ja mal schön, weil wir brauchen Verkaufsautos und keine Stehautos. Stehautos sind scheiße. Bis gleich. Ich bin an der Friedeburger Hauptstraße. Ich habe gerade noch ein Croissant geholt, weil ich hier gerade zufälligerweise langlaufe. Da hinten ist irgendwo der Wald, den habe ich jetzt verlassen. Weil da vorne ist unser Dorfbaumarkt, Wilken. Und die haben sicherlich Motoröl. Da hole ich mir jetzt. Das heißt, ich mache meine Waldtour, ziehe ich heute mal ganz, ganz anders. Eine ganz andere Art von Waldtour. Und dann geht's zurück zur Gurke. Oder halt in dem Fall zum Porsche. Und dann kann sich Gordon in der Karre nochmal austoben. Weil die Kunden auch zufrieden sind. Wisst ihr, wie das ist? Übrigens, Laden hat eigentlich schon auf. Wir haben 10 nach 9. Und ich habe Kunden vor der Tür stehen. Hat mir gerade meine Frau geschickt. Wegen dem Audi A4. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Verkauf du die Kiste doch. Ja, okay, sagt sie. So, nicht anders. Öl hat er. So, dann würde ich mal sagen, laufen wir zurück zur Gurke. Mit meinen hier Käse-Croissant in der Tasche. Und dann lassen wir uns mal den Arbeitstag langsam beginnen, weil Kaffee habe ich noch gar nicht gehabt heute. Aber es geht ja schon mal. Und ich habe meine Waldrunde gemacht. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Also ich habe mich nur verloren. So, auf zurück zur Firma. Mal gucken, was da so los ist. Bin gespannt. Kunden sind schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Da kann man nicht meckern, ne? Gegen Kunden hat ja keiner was. Tine ist auch schon da, betreut die Kunden gerade, aber die fragen halt nach mir. Die wollen natürlich vom Chef persönlich betreut werden für ihre 1.600-Euro-Karre. Junge, Junge. Naja, andere Geschichte, was soll's. Alter Schwede, ey. Was ein Alabama ist nicht ganz so gut für unser hier. Unser GEMA-Scheiß. So, auf geht's. Wenn du dein Traggelenk mal neu machen solltest, Eier. Das ist gerade eine Entfernungnahme oder guck mal gerade ein Auto an hier. Mazda 5, das ist nicht so mega weggerostet, nur angerostet, hoffe ich. Hat noch ein halbes Jahr Rest-TÜV, habe ich gute Hoffnungen drin. Aber für 261 gerudert,
naja, typische Gurkenkiste halt. Ne? Aber Mazda ist immer gut so als mit Schiebetüren und als Familienauto. Ich glaube sogar 7-Sitzer, oder? Ja, ist ein 7-Sitzer. Ein Paket ist es nicht. Ja, die ist auch so eventuell einen Kunden führt tatsächlich. Was seht ihr, wie der eiert? Junge, Alter! Kaputte Vorderachse hat der echt durchgespielt. Ja, wenn er in Zahlung hat für den Audi. Muss mal kurz gucken, ob der Wagen sich wirklich lohnt für mich. Ein witziges Auto, Mazda 5 so, ne? Fand ich jetzt. Aber der hat ein paar Probleme und auch ein bisschen Rost am Radlauf. Ich lag da unter. Der ist nicht so rostig wie der andere, den wir mal hatten, der silberne. Der ist wohl machbar, aber mal gucken, was da rauskommt. Ich habe jetzt ein Angebot gemacht und wollen sich nachher melden. Bin ich ja gespannt. So, jetzt müssen wir den LKW leer machen, da wir heute irgendwas BMW-mäßiges als Kombi mit M-Paket holen wollen. Und dafür brauchen wir den LKW, ist ja logisch. Wenn meine Frau, die hat nicht lange genug Arbeitszeit, sich dahin fahren kann mit ihr. Dann sind wir zusammen nach Brake gefahren, hat die Karre geholt. Aber wenn irgendwas gewesen wäre, hätten wir da gestanden wegen der Kinder im Kindergarten. Deswegen müssen wir mit dem LKW fahren. Oh, der Kennzeichen wäre praktischer, glaube ich. Das heißt, der Peugeot muss runter, müssen wir rollen mit der Hand. Ja, ich bin nicht so ein bisschen weiter. Bin ich jetzt schon mit dem Anspringen, bin ich jetzt weiter. Wer gestern das Video gesehen hat, springt nicht an. Ich habe vorhin einen Schlüssel, aber den Schlüssel ohne Wegfahrsperre. Naja, gut, da kann ich ja lange rumtüdeln und machen, was ich will an dem Ding. Springt halt nicht an. Ja, der Händler, wo ihn gekauft hat, wo ich ihn jetzt von kriege sozusagen, der hat den Wagen nämlich tatsächlich auch, der hat den schon laufen gehabt. Hat mir den falschen da gelassen. Super. Ja, und den Passat müssen wir überbrücken gleich. Überbrücken und anschmeißen. Aber ganz entspannt. Ich weiß nicht, den LKW-Schlüssel mitzunehmen. Ich würde, wir laden erstmal den Peugeot ab. Der mit zwei Mann eben. Schieben den erstmal hier in der Ecke und da ist schon wieder kein Platz hier. Da haben wir nämlich aber auf jeden Fall Schrottmaterial, was hier halt so nicht mehr so schnell erfahren wird. Also hat man Udo gesehen, die Dinger weggebracht haben. Schimmelskoda und so. Gegen Material, was wahrscheinlich bald wieder schnell erfahren wird, getauscht. Obwohl der Peugeot muss auf der Bühne. Wir müssen gucken, was er hat. Das ist Fakt, weil wenn wir den auf der Bühne packen, dann wissen wir nicht, was mit dem Scheiß niemals mehr sich. Aber ich kaufe ihn erstmal blind. Was soll's. Der Kurs war jetzt nicht so unfair. Auch wenn er jetzt nicht fahren sollte, kriegen wir das Geld wieder. Also Risiko ist da null. Wir holen uns das Ding einfach und gucken, was passiert. Wir kriegen ihn wieder ins Laufen. Wäre doch schön. Okay, ich habe mir jetzt die Zeit anders gerechnet. Das müsste gerade so Martines Arbeitszeit passen. Aber wirklich, gerade so. Das ist ganz eng. Deswegen fahren wir jetzt zusammen mit roten Nummern runter und holen den BMW. Dann kann ich auch gleich Probe fahren. Habe ich das Thema schon mal abgehakt. Schauen wir mal, bin gespannt. Eigentlich müssen wir jetzt den Strich 8 mitnehmen, aber das ist ja so eng getimt von der Zeit her, dass wir mit dem Strich 8 fahren würden, wir zu viel Zeit verlieren würden. Den Senator müssen wir fahren. Auf Highspeed. Hätten auch Porsche fahren können. Warum eigentlich nicht? Wir fahren Porsche. Komm, geht schneller. Auf dem Weg nach Uwelgönne. Junge, ist das hell. Und, machst du Uwelgönne? Ja, weiß ich nicht. Was ist da doch? Uwelgönne. Weiß ich nicht. Irgendwas verbinde ich das in meinem Kopf. Aber weiß ich nicht mehr. Gibt es da irgendwie bestimmte, so wie Freizeitpark oder? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Heidepark Uwelgönne gibt es auf jeden Fall nicht. Ich war ja nur das zweimal mein Leben gewesen, beide Male wegen Gurken. Angekommen in Uwelgönne. Da wollen wir mal gucken, ob unser BMW was ist. Bin ja gespannt. Und ehrlich, die scheiß Sonne nicht mehr in der Fresse. Ihr seht ja, wie hell das bei euch schon ist. Ich meine, wie hell das bei uns ist. So, BMW abgeholt, war ein richtig cooler Verkäufer, also wirklich ein cooler Typ. Also der hat die Kiste auch richtig gefühlt. Aber hat keine Schnauze voll, sagt er. Da hat er nur Ärger mit gehabt. Da hat er alles dran neu gemacht. Und der ganze Wagen, der war so BMW-typisch undankbar. So was, eine neue Hinterachse, neue Hinterachslagerung, neue Federn. Und auch wirklich, also ich sag mal, er ist halt ein bisschen pingeliger mit Autos als ich zum Beispiel. So wie jede Kleinigkeit und sowas, ne? Und hier, naja, Moral der Geschichte ist halt, eben hat sich gesagt, was soll's, ich will ihn nicht mehr haben. Ich biete dir mal Max an. Und jetzt habe ich ihn. Hinten seht ihr, E46 Facelift, 316i, also das ist der einzige Haken in der Karre, Vierzylinder. Aber Facelift, geile Karre, geile Farbe, Kombi und ein bisschen Rost nur. Und ein bisschen Rost hält sich an Grenzen.
Tierrasse für was anderes. Hier, da ist er. Eigentlich ganz geile Karre, ne? Oh ne, ich feier die Kiste. E46 Facelift in meiner Lieblingsfarbe. Zurück in Friedeburg. Gordon ist jetzt gerade an dem Dings bei. Wie heißt das Ding nochmal? An dem Golf, an dem Silbern, wegen diesem scheiß Ackschenkel da. Mit Radlager und Kacke und so. Und wir gucken uns das mal eben schon den BMW an, bevor wir den jetzt wieder in die Ecke stellen. Und nicht wissen, was damit ist. Eben Probefahrt. Weil ist ja schon warm gefahren, die Kiste von Tine. Mal gucken, hier, da ist er. E46, wie gesagt, 316er. Ganz coole Kiste, eigentlich. Wetterreifen drauf. PDC, M-Paket. Style 42 Felgen, ich weiß nur, wie die heißen, weil ich früher so eine Karre gefahren habe. Nachteil hat er Rostflecken, guck mal, da hat er Rostflecken, da hat er Rostflecken. Typisch BMW halt, haben die Dinger, die rosten halt, ne? Das haben sie bei BMW nie gelernt. Wenigstens nicht hier. Guck mal, Gori nachlackiert, sieht man noch ein bisschen. Und Kotflügel vor links, auch voll geblüht hier, aber kommt noch nicht ganz durch. Kann man eventuell noch mal was retten, müssen wir was basteln. Sonst Facelift, ich fahre die Farbe, ich finde die voll gut. Die gleiche Farbe wie bei dem da hinten, bei dem E36. Das war der Grund, warum ich ihn haben wollte. Ja, Nebelscheinwerfer hat er. Ja gut, hat der M-Paket. Glaube ich, ist der M-Paket-Stoßstange oder nicht. Müsste der M sein. Und Xenon hat der. Leder hat der. Abgeschlossen ist der. Super, Tine, hast du gut gemacht. Fährt die Karre auf dem Hof, schließt die ab. Toll. Als ob ich mir die nicht vorher mal angucken wollte. Ich guck mal den Schlüssel eben und dann geht's weiter. Weil ich will immer eine Runde reiten, weil er soll irgendwas mit der Kardanwelle haben. Und ein bisschen eiern. Und das wollen wir natürlich nicht. Gönn ihn dir. Ist doch schick, oder nicht? M-Paket. Ich habe irgendwie gehört, das soll irgendwie ein anstrengendes Auto sein. Das habe ich so gehört. Guck. Ich weiß nicht, ne? Ja, anstrengend ist er. Der Ruf kam ein bisschen voraus. Der Ruf kam mir voraus. Also ich sonst Halbleder drin, Navi drin, Klimaautomatik drin, Facelift. Sollte man erstmal nichts Böses vermuten. Ne? Vier Zylinder leider nur. Ist dann auch toll. Sechs Zylinder wäre natürlich geil, ne? Ja, aber hat irgendwie, wenn der fährt, die Kardanwelle eiert irgendwie. Die Kardanwelle? Ja, Tine-mäßig. Ich will eine Runde fahren, mal kurz gucken, was das ist. Da sind viele Teile dabei. Viele Teile auch, die er nicht unbedingt haben muss. Die halt nur dabei sind. So als Fehlerdiagnose zum Probieren. Vorsitzender, der war sehr, sehr hier. Der hat den Wagen eigentlich gut im Griff gehabt, so. Er hatte keinen Bock mehr, weil er hat in dem Auto ganz viel Geld reingesteckt. Neue Federn runden um und einzig und zack. Er hatte immer keinen Bock mehr. Gammeln fängt er an. Der Kotflügel vor links sieht scheiße aus. Und dafür hat er ein Alcantara M-Lenkrad. Geil, ne? Das Lenkrad fetzt. Finde ich auch. Naja, mein Gott. Ja, das ist auch noch nicht mal durch. Also ich hab mit der Fingerdruck-Tester bestanden. Hammerschlag-Test noch nicht. Das haben wir Geschichte. Und Xenon und so ein Scheiß. Also eigentlich ganz geile Karre. Und die Farbe ist irgendwie cool. Ne? Ich mach die Farbe. Die Farbe ist schön. Das passt zu der Karre. Ich fahre die mal im Rube. Ich wollte mal kurz gucken. Also Tine meint auf jeden Fall, so ab 80 fängt er an zu eiern, so von der Achse her. Okay. Die Hardyscheibe von dem Auto soll schon neu sein. Kardan wird er nicht gewuchtet, irgendwie so eine Scheiße. Da ist ja ein neues Differential drin. Was hat er früher mal gekriegt, weil er früher mal ein Arsch war. Okay, ich dachte auch, dass... Nicht wegen dem so, ne? Ja, hätte ja sein können, ne? Wenn ich da vorhanden. Ja, ja. War vorher schon so. Deswegen so ganz tüdeliges. Ich reite ihn mal und werde mal probieren, was Phase ist. Außerdem tut er wirklich mal schön so. Also die Doofe ist da hinten, ein Ankerblech fehlt hinten. Da hat er Radlager hinten neu gemacht. Das Radlager hat das Ankerblech vergessen. Total scheiße. Also dieses Schutzblech. Hat der eine Seite eins, hat er, andere Seite nicht. Ja. Mal gucken, dann wird das Radlager wieder auseinander. Oder vielleicht kann man ja das Ankerblech, diese Halterung aufmachen und das unten festschweißen. Würde auch gleich gehen. Weil ich glaube, wenn du es einmal zerlegst, geht es kaputt. Du machst das schon. Du lässt dir schon was einfallen. Ich denke was. Ich denke mir den ultimativen Fusch für dich aus. Ich gebe dir Anweisung. Nicht kein Schnee, nicht? Hat der 100 PS, 101 oder so? Da geht nicht viel. Da geht echt nicht viel. Aber bei dir das Radio und das Navi. Geile Hütte.
So einen wollte ich früher mal als Lehrling haben. Genau so einen. Ja? Hat nicht als Kombi, ne? Als Coupé wollte ich immer so einen haben. Ey, der hat sogar Arschgrill drin. Er hat volle Hütte, komplett. Tempomat hat der. Lenkradfernbedienung, die funktioniert. Sogar. Kaputten Ausgleichsbehälter für kaputten Scheinwerfersbehälter hat er sicherlich. Ja, da hat schon mal einer eine heiße Nadel gemacht. Ja, ich glaub, nee, das ist hier Dings. Ich hab's in eBay bestellt, die Lenkräder. Das ist, okay. Das ist so ein eBay-Lenkrad, ist das. Ah. Da kannst du ein altes einschicken und kriegst ein neues. Das sieht doch nicht echt aus. Ne, weißt du? Das ist BMW, oder? Das ist nicht BMW. Nee, ne? Lenkrad ist original, das ist als BMW. Das Lenkrad ist original BMW? Ja, ja, genau, nur das hier halt nicht. Das hat mal einer nachbeliedert. Ja. Plastik, ne? Das ist halt BMW. Aber gut ist halt, ja. BMW-Plastik. Guck mal, hat auch schon 270 gerudert, die Bude. Okay. Den sehe ich schon irgendwo in der Innenstadt am Posen. Aber mein Arschgrill wird gerade warm. Guter Anfang. Sitzheizung regelt. Da wollen wir den 14. mal brüllen lassen. Alter, wie der klingt! So eine Flamme, Alter! Die Gasannahme! Witziges Ding! Aber guck mal, der hat hier sogar hier. Im M-Paket ist auch schwarzer Dachhimmel mit drin, ne? Hat er auch. Halbleder hat er, Sportsitze hat er. So, also ausziehbar, aber Recaro sind keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer so einen Scheiß herstellt bei. Für BMW oder bei BMW oder was weiß ich. Aber wir gucken, wie er so läuft. Ich habe bisher noch keine Auffälligkeit. Mit 30 ist alles okay. Aber man merkt so ein bisschen, dass ein bisschen Leben ist. Ein leichtes Wummern hört man. Ein leichtes Wummern hat er. Also die Kamera, die mag kein Gegenlicht. Ne? Seht ihr das? Die ist total. Das mag die gar nicht. Da ist noch eine Scheinwerferanlage was drin. Ne, die ist leer. Und ich weiß auch, dass das Behälter leckt. Das weiß ich auch. Also er hat wieder einige Probleme. So, Spiegel mal eben einstellen. Hinten Heckscheibe ist getönt, sieht man. Wie ist die Bremse, testen will ich jetzt noch nicht. Bremse aber okay, das Ding. Tina meint, der bremst nicht so okay. Vom Feeling her so. Liegt aber daran, weil man ein bisschen stärker draufpetten muss bei BMW als bei Chrysler wahrscheinlich. So, jetzt fahren wir mal die andere Richtung. Nee, wir fahren jetzt nach. Ist egal, warum wir fahren. Wir fahren immer gegen die Sonne an. Was ein Scheiß. Fahren wir hier lang. So, guck. Ist er noch warm? Oh, Scheibe zu. Ja, du merkst, so ein Wummern. Mach mal die Kupplung drehen. Ist immer noch da. Also nicht unterlass, immer da. Also ist irgendwie eine Unwucht in der Kardanwelle, würde ich sagen, hat er. Also immer mit der Kardan. Also egal was es ist, es liegt in der Kardanwelle. Die wummert. Hört ihr das? Kurven? Kurven sind gleichbleibend. Wenn ich bremse, auch gleichbleibend. Ich kann Bremse anziehen so ein bisschen. Auch bleibend, auch gleichbleibend. Also irgendwas mit der Kardanwelle ist. Martini meint, das ist voll schlimm. Ich finde das gar nicht mal so schlimm. Du merkst halt, dass da irgendwas eiert in der Kiste da. Aber ich finde es gar nicht jetzt mal so ein mega schlimmes Eiern. Hat er Golf gut gemacht, er wird mich umbringen. Alter, der hat sogar Automatiklicht, sehe ich gerade. E46 mit Automatiklicht. Hat echt volle Hülle, ne? Guck mal hier, Automatiklicht. Hier habt ihr den Tüdel, Regensensor hat er, glaube ich, auch. Jo, hat er, erste Steuerung bleibt er aus, das hat er auch Regensensor. Oh nee, doch nicht. Müsste der aber eigentlich haben, hat er meiner früher auch. Hat er früher genauso eine Karre. Nur halt. Haben wir einen kleinen Motor. So wie dieser hier. Das ist ja auch nur ein 316, der hier. Ne? 101 PS haben die gehabt, weiß ich gar nicht. Aber Getriebe, Kupplung ist gut. Bremsen sind okay, würde ich sagen. Also der Klink ist, ich finde, man muss auch so sagen, so vom Bremsverhalten so. Wir gehen mal ein bisschen auf Kehl und machen mal Vollbremse. Okay, der Hände aus. Ne, Bremse bremst okay. Ist normal. ABS geht. Das ist halt Probefahrt, ne? Da musst du halt mal eben so eine Kiste fordern. Mach ich mir so mit allen aus, die ich verkaufe. Die kriegen immer alle aus dem Maul von mir. Da weiß ich mir genau, wie funktionieren. Boah, Tine, 27 Grad auf Temperatur, Alter. Welcher Welt.
will die denn ganz hin mit dem Ding? Abladen sind nicht groß verschlissen. Da sind die Schrauben vom Ankerblech. Was fehlt? Aber für TÜV habe ich bisher nur auf dem Schirm, brauche auch dieses Ankerblech wieder rein. Rost weiß ich noch nicht. Die Dinger rosten übrigens auch, diese Autos. Also unterschätzt E46 bei Rost nicht. Obwohl die Facelift ein bisschen besser waren. Kann man fast gar nicht glauben, wenn der Kotflügel vergammelt ist. Ja, aber jetzt wirklich so. Das sind keine schlechten Autos, aber die haben halt, die haben auch ihre Macken. Aber ich finde das gar nicht mal so. Mit 70 merkst du das Eiern gar nicht. Mit 80 so ein bisschen. Ja, eine Anhängerkupplung, das ist ganz cool. Ja, ist eine Frage. Was machen wir jetzt damit? Machen wir den fertig, machen wir 2 Jahre TÜV drauf oder schieben wir ihn so weiter, wie er ist? Weil so wie er ist, kann man ihn auch weiterverkaufen. Das ist ein sehr gefragtes Auto. Ne? Das ist eine gute Frage. Oh hier, guck mal. Hier, hier, hier. Oh hier. Oh geil, Kassette. Geil, drückst einen Knopf, dann fährt ganz cool die Scheiße weg. Dann kommt eine Kassette, Alter. Was ist das denn? Geil. Und wieder zu. Modern Talking liegt drin. Ihr müsst aber eigentlich, warte, gucken wir mal. Die Handbremse geht auch ganz okay. Guck mal, auf dem Facelift-Schaltknopf drin. Dieser hier. Auch nicht schlecht. Klima hat der, wie geht, weiß ich nicht. Mal den mal testen. Meistens hatten die CD-Wechsler drin. Gucken wir mal, ob der einen hat. Da dieses große Command drin hat. Da kannst du die Command bei Dingsen. Muss auch einen CD-Wechsler haben. Aber hat er nicht. Nee, der hat keinen CD-Wechsler, Alter. Der hat tatsächlich original, wirklich jetzt. Normal kenne ich das, ist das hier hinter an der. Nee, hier ist es. Hier ist der CD-Wechsler. Guck. Knack. Ach, das ist ein Knopf. Oh, Entschuldigung. Noch heile? Ja, okay. Hier, Navi-CD. Und hier ist, hat er dann. CD-Wechsler, wollte ich gerade sagen. Haben die nämlich. Ich habe früher mal so eine Karre selber gefahren. Mein erstes Auto war ein E46. So geht das eigentlich. Ups. War ein E46. Hier mit Hundegitter dran. Also Hütte hat er, ne? Die ist ziemlich voll. Ne? Also Ausstattung kann die Karre. War mal so ein E46. Eine Oma früher gesponsert. Da war ich 18 oder so. Ich wollte den gar nicht haben. Aber er wollte es halt haben. Ich wollte einen 944er fahren. Die kosteten zu dem Zeitpunkt nur 1000 Euro. Wäre voll glücklich mit gewesen. Mit so einem kleinen Lehrlings-Porsche, so, weißt du? Habe ich hier nicht gekriegt. Und hier, da habe ich halt so eine Kiste ausgesponsert gekriegt. Als 316er Limo in Silber. Ohne Anhängerkupplung. Aber heute schwer vermittelbar, glaube ich. Oh, naja, willst du machen. Oh, ich finde die Karre nicht schlecht. Das wäre ein gutes Auto für Tine zum Fahren, so ein Ding. So, wie geht der Tempomat an? An. Tempomat geht auch. Cool. Das ist cool, dass das funktioniert. So ein Schnickschnack-Tüdelkram. Ja, aber der BMW, der hat eine viel zu volle Hütte dafür, dass wir den hier nicht fertig machen. Ne? Den so zu verkaufen, so, ohne alles. Da wäre halt voll der Schwachsinn. So. Weißt du, die Hütte ist halt voll. Das ist ein super Verkaufsauto. Auch wenn er schon ein bisschen was geruhrt hat. Aber ich finde die Farbe halt auch so geil. Also Farbe feiere ich richtig von dem Auto. Und den schwarzen Dachhimmel finde ich geil. Schönes Ding. Schönes Auto. Also wirklich. Als Lehrling, Alter, wäre das genau meine Karre gewesen. Da war ich noch ein bisschen anders. Da war ich noch so ein Gurkenreiter wie heute. Also, was mir auffällt, Kardanwelle eiert, aber nur ein bisschen. Die Frage ist jetzt, ob er es als Eier in der Kardanwelle einfach sagt, pass auf, den hat 2 Jahre TÜV und die Kardanwelle eiert ein bisschen, hat er schon ewig. Oder ob wir das reparieren. Ich weiß nicht, woran das liegen kann, dass die Kardanwelle eiert. Ich denke mal, ich werde mal Onkel Google befragen. Google kennt sich damit wahrscheinlich aus mit der Geschichte. Aber das steht auch gar nicht an jetzt für mich. Aber es steht für mich auf jeden Fall an, dass wir die Kiste hier retten. Ich finde ihn cool. Die hat, glaube ich, ein weiteres Leben verdient. Aber er passt jetzt gerade nicht in meinen persönlichen Zeitplan. Das heißt, der wird auf den Hof gestellt, zum anderen Scheiß. Und dann machen wir den, wenn wir Zeit haben. Das heißt, nächste Woche oder diese Woche vielleicht noch, dann kann sich Gordon den auf die Bühne gönnen und den mal eben hier, das Ankerblech daran basteln, Unterbodencheck machen und gucken, was für TÜV zu tun ist. Ich glaube, TÜV hat da gar keine Probleme mit so richtig. Er wird nicht viel mit sein.
weil der Vorsitzende hat alles neu gemacht an dem Ding. Der hat da richtig Geld reingesteckt. Umso ärgerlicher, dass er den Wagen jetzt verkaufen musste. Für ihn wäre das scheiße, für mich wäre das wiederum gut. Ne? Weil klar, als Käufer freut man sich natürlich über neue Teile. Der Verkäufer hat richtig Geld hier reingebaut in das Ding hier. Aber ich muss sagen, Auto selber so, vom Ding her, es fährt gut. Also keine negativen Auffälligkeiten. Kann man auch sagen, wenn die Klima geht. Was meint ihr? BMW mit 268.000 Kilometer geht die Klima. Schalten sie mal zu. Machen das Gebläse mal auf Vollgas. Klima ist leer. Da kommt nichts mehr. Naja gut, war irgendwie vorauszusehen. Aber die Wette hatte ich verloren. Hätte wetten können, dass die geht. Aber coole Kiste. Also so Eingangscheckmäßig nicht verkehrt. Rest ist Gordons Aufgabe. Meine Aufgabe ist immer zu ermitteln, woran es liegen kann, dass der bei 70 hinten so mit den Kellern will, so Eier. So fahrmäßig sonst, muss ich sagen, ist das ein total cooles Auto. Schönes Ding. Eines der schönsten, die wir dieses Jahr bisher hatten, finde ich, so von der Art her. Weil das Auto selber ist halt total geil, weil volle Hütte, schwarzer Dachhimmel, geile Farbe. Es hat eine geile Kiste. Also ein E46 BMW waren so die besten Dinger, die sie gebaut haben. Ich wüsste auch eventuell schon einen Kunden dafür, tatsächlich. Da sind die Papiere für den BMW. Abschmeißen in der Gurkenhalle, weil wir den Auto liegen lassen, das ist eine schlechte Idee. Und dann schnappen wir uns den, wir haben ja noch den Polo, wisst ihr noch, den wir letztens im Video gemacht haben und der so viel Ärger gemacht hat, wegen der Felgenschlüssel. Genau, dieses Auto nehmen wir jetzt mit und fahren damit mal eben zu Peter. Peter ist ein Kumpel von mir, wer ihn nicht kennt, also arbeitet in der Werkstatt in Wismar und die haben wahrscheinlich einen Felgenschloss dafür da und dann können die mir die Dinger eben aufmachen, weil dann habe ich die Scheiße nämlich los, weil sonst muss ich wieder auf eine Kiste warten, die ich bestellen muss, habe ich keinen Bock drauf, ich nehme die mit. Können wir eine Batterie kaufen für den Polo unterwegs, eine nagelneue, obwohl ich habe noch eine gute, die wiederbelebt habe, vielleicht geht die auch, aber egal, erstmal Kennzeichen dran und dann Felgenschlosser ab, weil dann kann ich das Radlager nämlich nicht hier, das die Achsmannstelle hier, die hier, da rein und das ist die Kiste nämlich auch fertig für den TÜV. Dann ist der Polo auch abgehakt für uns. So, einmal anschmeißen die Kiste. Oh, Schlüssel steckt natürlich nicht. Ah, nein! War so klar. Egal, so. Macht nichts. Hat nicht genug Stroh, weil die Batterie ist nämlich kaputt von dem Auto. Ja, meine Idee ist, ich habe jetzt das Werkzeug in den Wagen reingeschmissen, um Batterien zu tauschen. Und bevor ich jetzt auf dem Rückweg bei Herrn Peter, der ist nämlich gleich um die Ecke, ganz warm an, und fahren da eben als Mann von vorne eine neue Big Batterie. Big Panther, wenn dann richtig, weiß ja, ne? Alter, kann doch nicht wahr sein, diese Scheiße, echt. Oh, ich muss jetzt die ganze Scheiße zurückrollen. Ah. So klar. Da können wir auch dann mal einbremsen, weil wisst ihr, die Bremse hat hinten geklebt. Habt ihr gerade gesehen, wo er losgerollt ist. Auf jeden Fall wieder richtig ans Bremsen kriegen, den kleinen hier. Damit der auch so einen TÜV kann. Alter, diese Scheiße. Immer mal beide Hände haben, sonst wäre ich gleich bekloppt hier. Echt. Mit zwei Händen arbeitet man besser. Das ist der Nachteil der großen Kamera, ne? Diese kleine konnte ich mir mal in den Hals schieben damals. Da ist dann aber das gut. Sind jetzt noch unaufbereitet. Aber egal. Tank ist halb voll. Was soll uns daran hindern, damit jetzt zu Peter zu fahren oder halt zu André, je nachdem. André ist sein Chef. Für die Geschichte voneinander kriegen hier. Guck mal, Werkzeug ist dabei. Seht hier, Zehner. Seht hier, Dingsen. Ja, ist gut mit ein paar PDC-Kram. Aber guck mal, ein Polo mit PDC, Alter. Da müssen wir über das Vollgas gehen. Was er daheim meint. Schon wieder auf Ruhe. So ist besser. Technik, die begeistert. Ich kenne eigentlich nur so Regler auf voll, ne? Weißt du, dann ist warm und Regler auf kalt, dann ist kalt. Diese Temperaturregler für Klimaautomatik und so, das gibt es in meiner Gurkenwelt eigentlich gar nicht. Bekloppt, wenn ich da sowas habe, dann bin ich überfordert. Habt ihr ja den BMW gesehen. So, auf geht's. Felgenschlösser knacken. Yeah! Ich muss den LKW noch abladen. Und dreimal öfter raten, was ich jetzt von mir her schiebe. Genau das. Ich bin wieder allgemein so fertig. Ich bin noch nie gefahren.
Aber bisher fühlt sich eigentlich ganz gut an. Bremse macht Schleifgeräusche, aber das darf sie ja auch nach anderthalb Monaten im Regen. Ja, der ist übrigens wahrscheinlich verkauft, der Audi hier. Und ich heute Morgen Kunden für da gehabt, haben sich gleich drin verliebt. Auch mit dem Radlagergeräusch, wie gesagt, habe ich erzählt, dass das Abrollgeräusch lauter ist. Die freuen sich einfach nur, dass sie eine billige Karre kriegen. Müssen die Handbremse einbremsen. Das bin ich jetzt, ne, mit der Handbremse. Die zieht aber ganz sauber, die Handbremse. Habe ich ein gutes Gefühl. So, auf geht's nach Wiesmoor. Ist doch mega weit, 10 Kilometer oder so. Also, immerhin, besser als gar keine Kilometer. Also, wenn ich so ehrlich bin jetzt so als Polo-Pilot hier, der Reifen hinten links ist ein bisschen platt. Da sind, glaube ich, nur ein Bar oder so drauf. Ne? Aber ich muss behaupten, der fährt echt ganz gut. Ne? Also, das ist kein schlechtes Auto. Also, ich kann verstehen, warum die vier Leute diese neuen N kaufen. Weil die echt gut fahren. Also, das ist ein extrem erwachsenes Auto für den ganzen Kram. Keine Fehlerlampen, Mann, ist schon mal sehr gut. 152 gelaufen, ist noch besser. Drehzahlmesser hat er. Der hat ein Radio, wird hoffentlich funktioniert. Learn. Jo, funktioniert. Klimaautomatik, Sitzheizung, die nicht so richtig funktioniert. Ein bisschen warm wird das, so ganz leicht. Aber so richtig verbrennenden Arsch habe ich jetzt nicht. Kann auch sein, weil ich hier direkt die Rückbank der aktuellen Nacken sitzen habe. Weil die Lehne drückt gegen meinen Sitz, Rücken nach vorne. Also ein bisschen warm ist da irgendwas. Ja doch, nee, die geht. Haben wir eine Hand reingesteckt jetzt. Ich glaube, meine fette Jacke ist einfach so fett. Wieder ausmachen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was schnell weg ist. Also wenn das Ding 2 Jahre TÜV hat und am Ende gut fährt, ist es schnell verkauft. Handbremse ist aber eine Katastrophe. Obwohl geht. Also gut ist die jetzt nicht. Mal gucken, was die Bremsenbrüche dazu sagen. Nachstellen können wir die mal. Gucken, wie hoch die steht. Mal so. Aber wenn wir allgemein ja mal sehen, wenn da auf dem Bremsenprüfstand gleich steht, nachdem da eingebremst ist, dann können wir die Diskrepanzen, die Bremse haben, besser mit urteilen, so, ne? Aber bisher bin ich ganz zufrieden mit der Kiste. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Auto. Ich glaube, dass der nicht so mega viel Ärger machen wird, nachdem die Eichsmaschine neu ist und die Felgenschlösser rausgeknackt sind und naja, so ungefähr ist es. Heckklappe gibt ja auch wieder auf. Immerhin. Haben wir das Spiel überhaupt da? Nee, jetzt können wir Mittagspause machen. Am 13:30. Ich mag ja keine Dreizylinder. Ich finde die scheiße, ne, die Motoren. Können wir in meinen Augen abschaffen. Dieses hier, diese Stand vor sich hinrütteln und du denkst, sie sind kaputt, aber wirklich halt laufen die halt so, wie sie halt laufen. Laufkultur wie ein Backstein. Drei Zylinder, höchstens in Wartburg. Fakt ist auf jeden Fall, die Handbremse hängt. Das merke ich so ein bisschen, dass er so ein bisschen, der hat nicht so richtig Bock hinten jetzt. Ich glaube, die brauchen wir schon mit dem Hammer jetzt. Frag mich nicht, aber der hat ja auch war ein TÜV gewesen, bei der GTÜ damals. Der Wagen ist halt beim TÜV durchgefallen. Dann stand er da halt einen Monat und bei mir stand er ja 2 Monate draußen. Das mögen solche Autos nicht. Die müssen gefahren werden. Da funktionieren sie auch. Sind wir ja bei Erichs Polo. Erich fährt so den seit Jahren problemlos. Auf Andres Autowerkstatt war wieder Verlass. Beide zusammen. Peter und André. André selber der Chef, der will nicht so gerne ins Video. Das wollen wir natürlich akzeptieren. Deswegen lassen wir ihn auch da raus. Naja, die haben aber solche Dinger auch nicht gehabt. Aber die haben so ein Spezial-Set dafür, um diese Scheiße auszuklopfen. Dann haben die wirklich mit einem fetten Hammer und dann ausbeulzt, mit diesen Bolzen da rausgeballert. Diese komischen Felgenschlösser halt, die bin ich los. Und, naja, hab auch dein neue gekriegt, da liegen welche unten. 4 Stück. Da willst du mehr. Ja, und ich fahre jetzt gerade mit 4 Radbolzen hier gegen. Bestraft mich. Wisst ihr, wie viel da passiert? Gar nichts. Überhaupt nichts. Wisst ihr Bescheid? Haben dumm durch mal getestet. Da haben sie mal irgendwie einen Radbolzen gemacht und haben gemerkt, oh Scheiße, passiert da gar nichts. Also, das ist nicht schlimm. Ist natürlich jetzt nicht empfehlenswert, aber 4 müssen jetzt in dem Fall die knapp 5 Kilometer nach Friedeburg halten. Erstmal Zimmermann. Erstmal Zimmermann. Da fahren wir dann hier erstmal eine Batterie holen für den Kleinen hier, der schöne. Der hat sogar Lederlenkrad, sehe ich gerade. Wildes Auto, Alter. Für ein Polo ist der echt ganz schön voll. Normalerweise haben die ja Nullausstattung, die Dinger. Gordon gleich die Achsmannschette vor. Parallel dazu machen wir den E36. Dann ist das schon mal fertig. Und hier, Tine kann den hier morgen aufbereiten. Dann kann der morgen nachmittags zum TÜV.
ich würde mal sagen, das ist eine gute Arbeitsteilung. Gut wäre, wenn der Golf 4, weil das ist Gordon gerade bei, dieses scheiß Ding da einzubauen, das neue. Scheiß Arbeit, weil alles gebrauchte Kacke ist, ne? Auf jeden Fall kaufen die Kiste dann heute wahrscheinlich heute sogar zum TÜV. Mal gucken. Aber ich will natürlich eventuell noch mal schauen, dass ich dem Dings noch hinkriege, hier diesen, wer ist das Ding? Diesen E36, den will ich halt verkaufen, so wie er ist. Und Handbremse noch gucken, warum die klebt. Aber was haben wir gerade eben schon dieses Reparaturset, was da jetzt reingegangen ist, oder dieses Rausziehset für die Radbolzen da, für die Felgenschlösser. Allein dieses Ding schon, ne? Das war, da hat er mit einem Hammer drauf rumgewichst, damit die Scheiße da abgeht. Ich glaube, die Bremse ist wieder mehr als gängig von dem Auto. Nur mit einem Hammer. Also, das sind alles so Bremsen, die eigentlich nie in den Arsch gehen bei solchen Autos. Da läuft auch sehr, sehr frei jetzt wieder. Bin gespannt. Das gucken wir uns gleich an, wenn es soweit ist. Aber ein bisschen wenig Luftverreifen und so. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist mir erstmal egal. Ich habe gedacht, erstmal diese scheiß Bolzen da raus, damit wir mit unserem eigenen Werkzeug selber weiterarbeiten können. Und da haben die mir über unser Reparaturset gezeigt. Ein Reparaturset für diese Bremssattelträger-Geschichten, Scheiße da, wo ich Probleme mit dem silbernen Golf hatte. Ich hab mal vorher gewusst, hätte ich mir die ganze Scheiße sparen können, mir für 30 Euro dieses Set geholt, das aufgebohrt, das Thema wäre erledigt gewesen. Haben sie liegen? Ah, hätte ich nur fragen sollen, ich Idiot, hab ich natürlich nicht gemacht. Naja, jetzt habe ich ein neues Teil gekauft. So geht's auch, ist aber der schlechtere Weg in meinen Augen. Ich finde die Polo nicht verkehrt, der fährt ganz okay. So, den bräuchten wir nicht als Werkstatt-Leihwagen noch für uns, so als hier, wenn man einen Kunde was hatte oder so, dass wir ein Leihauto haben, was wir rausgeben können. Aber der hier ist so gut, der muss irgendwie ein 86C sein, dann abgeranzt. Da wüsste ich eventuell auch einen, aber den habe ich wahrscheinlich schon verkauft. Der hat einen Kunden, der Schwarze, wenn er fertig ist. Den will der Manu wohl haben. Den Manu, von dem ich früher auch mal ein Polo gekriegt habe, vor ewigen Jahren. Gut, wir sind zurück noch. Dann bauen wir die Batterie aus. Und dann rein, was wir mal neue holen. So. Ja, die muss jetzt raus. Das geht nicht anders. Wir brauchen eine Tauschbatterie, weil die Tauschbatterie spart uns 7,50 Euro Batteriepfand. Hier, 13er Verlängerung habe ich dabei. Und zwei 10er. Da und da. Und dann ist sie raus. Da ist er. Oha! Erster Start, habt ihr gesehen? Von Batterie tot bis heute. Haben voll gesehen, erstmal so, Moment mal, was hatte ich los? Steuergerät, sucht neue Dinger, alles. Und irgendwann war er dann da. Learn, komm, mach keinen Scheiß. Jo, geht immer noch. Perfekt. So, unser Polo ist wieder im Dienst. Er hat wieder Bock. Hinter mir ist gar nichts. Lauf so piepen. Flugscheißerkarre. So, auf geht's. Zurück in die Gurkenhalle. Dann noch ein bisschen was zum Abladen da. Ihr wisst schon, was ich meine. Man muss sich sicherlich auf die Achsfahrstelle von der Karre freuen. Nicht. Das ist eine ekelige Arbeit. Aber willst du machen? Muss doch gemacht werden. Und dann ist der Polo immer so schlecht. Ich bin ja gespannt, wie die Handbremsfeder sind und die Fußbremsfeder sind, weil ich gleich in der Halle bin. Ich fahre gleich mal auf den Prüfstand. Mal gucken, was dann so passiert. So, weiter geht's. Ich würde es ganz gerne den machen. Aber der BMW kriegt ein separates Video. Bin ich mir ganz sicher. Muss er auch haben, weil der irgendwie cool ist. Der übrigens, der geht durch den Autohandel durch, dieser hier, ne? Also den zeige ich nebenbei. Aber das ist halt ein normaler BMW. Aber ich fahre diesen Gurken E36 irgendwie, finde den witzig. So, komm, wir machen erstmal den hier jetzt. Den haben wir ja auch noch. Und wir haben ja hier nochmal diese beiden Autos. Wir machen mal diesen Passat mit der kaputten Batterie, weil er halt zwei Jahre gestanden hat. Und wir haben mal diesen Peugeot mit einem Kupplungsschaden und leerer Batterie. Also ich würde sagen, haben wir da wieder ganz geile Autos eingekauft. Obwohl ich den wirklich geil finde, den Wagen. Der war auch nicht teuer. Da haben wir ein bisschen Spielraum nach oben zum Investieren. Und ich glaube, die Kiste wird keinen Ärger machen. Du. Das ist ein schönes Ding. Schönes, einfaches Auto. So, gucken wir mal. Nebenantrieb an. Nicht genug Luft dafür. Okay, dann müssen wir die Karre mal starten. Ohne Luft gehen wir nicht an. Ja, ist ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
Rüdel, 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 rüdel. Jetzt nur mal rein. Da habe ich eine Drehzahl. Ich krieg da schneller Luft. Dann können wir schnell den Nebenantrieb zuschalten und die Scheiße abladen. Wer kennt ihn nicht? Den Oxigo mit eingebauten Ochsen im Tank. So, runter mit ihm. Hilft ja alles nichts, wenn der jetzt so doof rumhängt. Ich würde ja meinen LKW wieder reinstellen. Ich muss die Tage mal waschen fahren, den LKW. Wir müssen auch mal ein paar Rostarbeiten machen. So klein halt so. Guck mal hier, sowas. Fängt alles wieder an. Für den Arsch. Und der sieht eigentlich bei mir nie irgendwelche Dinger von Wasser oder so. Eigentlich ist das bei mir ein purer Hallen-LKW. Schön bekloppt. Aber das kommt mir jetzt hier ist immer schon gut rosten. Diese Aufbauten aber auch. Und die sind nicht von Mercedes. Narkotech ist glaube ich gar nicht mehr die Firma, die das verbaut hat. So, das kann der runterrollen. Jetzt müssen wir Sache bei der hier, da können wir rein durch mit einem Anlasser fahren oder so. Aber das lassen wir mal. Bei dem brauchen wir den Originalschlüssel noch für die Wegfahrsperre. Dann gucken wir aber einmal anspringen. Und wenn er anspringt, dann kaufe ich ihn auf Risiko. Und dann gucken wir mal, ob wir das Kupplungsproblem klären können. Oder passt hier gar nicht hin, oder? Oh, stellen wir das Ding denn hin? Hier hinter, in den Schamade, wa? Dann muss der da hin, der Reifen muss da hin. Hierfür kommen wir morgen Kunden, wie ich es verstanden habe. Na, kommen wir mal. Aber sonst, Peugeot 307, fragt mir an die. Für ein Autohandel ein schönes Auto, ne? Ich glaube, da wird einer mit 2 Jahren TÜV in Kuppeln und fahren, wird sich einer die Kiste ziehen, bin ich mir ganz sicher. Der Pflegezustand. 1A. Wie neu. Also Kisten haben wir ja öfters. Ne? Also das ist ja echt, ist ja furchtbar, dass die Dinger bei uns immer so abgenudelt ankommen. Aber es kommt leider im Low-Budget-Bereich für Autohandel öfters vor. Das hat 2 Schlüssel, siehst du das? Auch keine Funk-ZV. Ich finde, läuft die Karre auch nicht. Das ist der Grund. Ich habe einen Morgen schon wie ein Diesel. Ja, komm. 1, 2, 3, 4. Übung. Da müssen wir mal alle raus kaputt. Aber guck, wie schön der rollt. Von selber, Alter. Der packt sich selber schon ein. Mal gucken. Was meint ihr? Hält er an, bevor er gegen die Dinger fährt? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, es soll den bremsen. Oh, komm her, du scheiß 2-Tonnen-Burke. So. Da hinten zum BMW. Da schieben wir ihn jetzt hin. Aber einfach auf mega Bock haben, ne? Dieses französische Plastikauto. Geraffel. Überhaupt nicht meins. Gar nicht. Aber leider in der Zukunft müssen wir es tun. Weil solche Autos halt die neuen Gebrauchten sind. Die neuen künstlichen Gebrauchten sind halt Autos aus der Mitte der 2000er. Die Zeit geht halt weiter. Ne? Deswegen muss ich mich hier wieder mit anfreunden. Zeiten sind vorbei von diesen alten Renault Clios oder alten Twingos oder Golf 2, weißt du, so Kisten, die man halt so am Start hat. Und man früher halt immer so, ich sag mal, ein paar Becher reingesetzt und dann war gut. Die Zeiten sind leider, ich betone wirklich, leider vorbei. Ärgert mich persönlich ein bisschen, weil das waren geilere Zeiten. Gute Autos, neue Blecher rein, los ging's. Jetzt schon, dass der Passat echt gut ist. Na, guck mal, seht ihr hier schon, wenn ihr reinguckt? Neue Querlenker unten. Neue Bremsleitung, komplett hier verlegt. Sieht man von hier aus schon. Also ich glaube, dass dieses Auto hier, trotz seiner 450.000 Kilometer, richtig gut beieinander ist. Für unsere Verhältnisse. Nur die Bremsen werden scheiße sein. Die Frage, wie scheiße, wissen wir auch noch nicht. Das müssen wir auch noch herausfinden. Das ist eine andere Geschichte. Rauszufinden, wie gut der Wagen wirklich ist, mussten wir ihn tatsächlich Probe fahren. Hilft alles nichts, weil er muss dann ein Kennzeichen haben. Wir müssen damit einmal mal die Straße runterfahren, müssen ihn einmal bremsen. Dann können wir ja sehen, was nach der Standzeit noch gängig ist und was nicht. Und alles, was nicht gängig ist, müssen wir halt neu machen. Aber wenn ich den Rostfleck hier nicht hätte, ne, dann wäre der Wagen echt top. Bisschen ärgerlich. So, der rollt jetzt runter. Wahrscheinlich, weil die Handbremse scheiße ist. Oh nö, geht eigentlich noch. Ich rede, haut jetzt ab und komm nie wieder. Ich habe auch einen Gang reingemacht, das ist ein Diesel, der kann ja da ab. So, hüpfen wir mal rein hier. Ja, so. Gut, dass ich die Fußbremse festgehalten habe. Zündung an.
Handbremse los. Schlüssel umdrehen. Die Bremse ist echt Mist bei der Karre. Die Bremse ist richtiger Mist. Die fühlt sich gar nicht toll an. Na egal, er ist unten. Hier, Bluetooth-Radio. Alter, das wäre ein super Auto für unsere Firma, Alter. Als hier Anhängerauto. Wäre das super geil. Schön als hier Trailerauto anmelden. Was hat er für eine Anhängerlast? Der Brief liegt ja hier drin. Hat er Brief nur? Der Schein liegt da vorne im Büro. Ach Mist. Brief ist drin, aber Schein nicht. Ich habe 2 Tonnen Anhängerlast. Hätte wäre super für unseren Laden. Als hier Zuggurke. Hier ist er mal irgendwo hängen geblieben. Muss wieder angedings werden. Aber sonst? Ich finde ihn echt geil, den Wagen. Ich mag den. Und der war auch nicht teuer am Einkauf. Den machen wir den wirklich fertig. Und nehmen ihn als Max Speedshop Anhängergurke. Also, dass wir den nur anmelden für die Firma. Und da halt so unseren Trailer mitziehen und so einen Scheiß. Für Langstrecke. Oder für Überführung. Andererseits haben wir eine Strecke 8 dafür. Schwer. Weil ich sehe auch eine gute Marge im Verkauf bei so einem Auto. Ich meine, 450.000 Kilometern in dem Zustand. 2,5 kannst du aber noch ranschreiben. Was kriegst du dafür? Wenn neue TÜV. Schwer. Ob wir den jetzt nutzen für uns selber, weiß ich noch nicht. Aber wäre auf jeden Fall mal einen Gedanken wert. Weil dann könnten wir den tatsächlich so als Anhängerkiste für uns nehmen. Und sozusagen unsere eigenen Sachen damit machen. Langstreckentransporte. Weil ich glaube, der braucht nur 5 Liter oder 6 Liter. Ist ja ein hier 1,9 TDI. Hat 31 PS. Das war so ziemlich der beste Passat. Ich hol jetzt gleich mal eben schnell die Powerbank. Wir reißen den mal an und dann hier machen wir mal auf dem Hof ein paar Bremsungen und dann fahren wir auf den Bremsenprüfstand. Mal gucken, was die Bremse allgemein so sagt. Übrigens, parallel dazu hat Gordon den silbernen Golf heile gemacht, den Variant, dieses Ding da getauscht und ist jetzt gerade an der Achsverstelle von dem Polo dran, von den hier 9N, 9N3. Also macht sich das auch schon mal ganz gut. Habt ihr auch Bock auf eine Passat-Proberunde? Also ich definitiv. Auch wenn die Karre eine neue Batterie braucht, weil da schon Ewigkeiten rumsteht. Ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht. Aber habe ich ja gerade schon gesagt. Ich fühle mich, ne? Ich weiß. Die Nachfrage nach günstigen Autos ist wieder hoch geworden. Also für eine Zeit lang lief ja bei uns gar nichts, habe ich ja gesagt. Wenn auch alles so schlecht geredet habe und war ja auch echt alles schlecht und habe mich auch nicht gerade gut gefühlt. Aber aktuell ist die Nachfrage für Autos, ihr glaubt nicht, wie die gestiegen ist. Wie so ein Schalter. Ganz plötzlich ist Februar. Hallo, da haben wir da ein bisschen Geld, glaube ich. Und jetzt geht es halt wieder richtig los. Ne? Also, ich glaube, das hat eine Anfrage gekriegt. Übrigens, ich habe schon einen kleinen Powerbank wegen diesen ganzen Diesel anschmeißen. Mal gucken, wie es so wird. Jetzt habe ich auch noch eine Kundin morgen für den Fiesta. Und ich habe eine Kundin morgen für den schwarzen Polo, die eigentlich den Fiesta haben wollte. Ich gesagt habe, pass auf, hier, Fiesta könnte ein Problem werden. Weil da ein anderer Kunde für kommt, ich will nichts versprechen. Und hier, naja, dann kommt die wegen dem Polo. Klingt doch auch gut. Oh, es macht was. Guck mal, wie schön da raus. Der Keilriemen ist noch nicht so alt. Der Zahnriemen ist noch nicht so alt. Der fährt am hinterher. Junge, ich kippe um. Die Powerbank kriegt echt einen Passat gestartet. Jetzt ist er aus. Aber lobe ich die Scheiße auch. Auf ein neues, komm. Du willst ihn starten. Ich will ihn nämlich nicht schieben müssen. Hab ich keinen Bock drauf. Glühen. Nochmal glühen. An. Ha! Das ist ein 1,9 TDI. Was soll daran nicht laufen? Guck mal, der tut die Batterie und zahlt noch nicht mal eine MKL an. Das sind so Autos, so sag ich mal. Da haben sie echt mal VW noch was ganz Geiles gebaut. Natürlich was ganz Geiles gebaut. Da haben sie alles gebaut noch, der war echt in Ordnung. Zahnriemen ist 2017 gemacht worden. Sehe ich gerade. Auch ein gutes Indiz für so eine Kiste. So, zack. Die abgezogen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt über den Hof fahre und bremse. Ich bin bisher, bin ich ihn tatsächlich nicht über den Hof gefahren, sondern über den Bauernhof gefahren und nur ein Schritttempo auf dem LKW drauf. Der Wagen war halt so günstig beim Einkauf. Da habe ich halt nicht gemeckert. Ich hätte ihn egal, was gewesen wäre, genommen. Weil ich auch ganz gerne. Ey, der fährt gut. Fährt echt gut. Also im Kreis fährt er ganz gut. Ja, wir können auch andersrum im Kreis fahren, aber. Oh, mir ist das dann schwindelig. Oh, Junge. Ah.
muss aber aufhören. Ich muss jetzt geradeaus rausziehen. Oh, wo bin ich? Boah, der Qualm. Ah, die Bremsen sind richtiger Mist. Oh, ABS-Lampe ging aber aus. Die Bremsen fühlen sich richtig scheiße an. Wir bremsen sie noch ein, aber bisher sind die vom Feeling her ziemlich scheiße. Aber guck mal, wie das Lenkrad aussieht. Ein bisschen angegrabbelt. Aber der Wagen hat wieder 46.000 Kilometer gelaufen. Alter, und das ist in Ordnung, das Auto. Krass, ne? Eine 500.000 Kilometer. Das ist ein bisschen mehr als nur einmal im Kirchturm. Jungs, die Bremsen scheiße. Oh, der Staub! Den Staub gesehen? Der Staub gerade, den ich gebremst habe. Da fand ich, wenn der Wagen schnell war, ist der Bremsstaub. Oh, die brauchen Liebe, die Bremsen. Die brauchen ganz viel Liebe. Die haben sich totgestanden, so einer Scheune stand der Wagen. Eigentlich ist da ein Passat Scheunenfund, aber in meinen Augen schon nicht lange noch in der Scheune, um Scheunenfund zu sein. So ein bisschen die Bremse festhalten beim Fahren. Einschleifen. Jetzt mal gucken, was der Bremsenprüfstand ist noch. Ich meine, die Bremse kostet ja nichts für so ein Auto, ne? Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Die ist nicht teuer. Aber ich habe ja eine gute Hoffnung, dass ich sie wieder eingebremst kriege. Fahr hier auf Bremse und auf Gas. Schöner wäre natürlich, wenn ich schneller fahren würde mit dem Teil. Aha! Ah, langsam kommt die. Ja, löst sie auch wieder, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. So, wir fahren mal eben auf den Bremsenprüfstand und gucken, was der jetzt sagt. Weil die war ja, bis der Wagen abgestellt war, in Ordnung, die Bremse. Gucken wir mal. 280, 92, die ist da vom Wert her. Und hinten 170 und die Handbremse 92,00. Ich würde sagen, der rechte Hebel hängt vom Handbremseilzug. Und die kommen auch langsam. Das ist nur Standschaden, nur Steherei. Mal zurück. Vielleicht ein 5- oder 6-Gang. Das ist sogar ein 6-Gang, Alter. Ich kipp um. Ich kann wahrscheinlich auch nicht sehen, aber es ist ein 6-Gang. Guck mal. 1., 2., 3., 4., 5., 6. Jo, 6. 6-Gang. Geiles Auto. Fußbremse ist gut. Ja, ist gut. Die wollen ein bisschen eingebremst werden, muss er noch. Aber die Handbremse ist Mist. Der würde sagen, der Hebel rechts hängt. Weil den kriegen wir auch wieder gängig. Oder halt neu. Kannst auch neu kaufen. Die Teile sind jetzt nicht so mega mäßig teuer. Aber ich würde sagen, der 1.0er TDI Passat hier, wenn er mal eine neue Batterie gekriegt hat, ist doch ein ganz solides Auto. Und der nebelt, alter Schwede. Junge, was ist das denn? Gucken wir mal. Das geht eigentlich noch. Für ein Passat im Kaltlauf, der schon lange gestanden hat. Sag mal, wie hart Diesel kann er? Eat mal Feinstaub, warte. Ich kann mal ein bisschen Feinstaub vor euch rausballern. Geht eigentlich. Ich hätte auch euch hat mehr. Sagt, der ist okay, der Motor. Und übrigens so 4000 Umdrehungen, so dreht so ein Diesel nicht, ne? Kriegst du nicht kaputt gedreht damit. Und die Heckklappe hat hier keinen Rost. Der Klassiker ist, die rosten hier mal durch. Und dann läuft das Wasser durchs Rostloch, hier in die Heckklappe. Und da steht alles voll mit Wasser. Hat er gar nicht. Das ist schon mal ganz gut. Ist okay, das Ding, ne? Gut, so stellen wir das Ding hin. Hinten dran, an den anderen Schrott. Genau. Wir brauchen eine Batterie dabei. Wenn er eine Batterie hat, können wir anfangen mit dem Ding. Wenn wir die Zeit haben für das Ding, müssen wir mit anfangen. Der steht auch ein bisschen in der Schlange, relativ weit hinten, weil ich vorhin noch einen anderen Passat habe, der in der hier großen Halle steht. Und noch ein Benz von Petra, den würde ich jetzt ganz gerne mal
loswerden. Ich bin auf meiner Loswerdings. Aber wie gesagt, ich bin mal aktuell bei Operation Schrottfrei hier auf dem Hof. Und ich würde mal so sagen, dieses Auto ist definitiv kein Schrott. Es ist ein ziemlich gutes Auto. Kann man nicht meckern. Der macht echt einen soliden Eindruck noch. Und die Kiste, die war definitiv kein Fehlkauf und definitiv nichts für einen Export. Das läuft. Das kann wieder, der kann wieder back on the road kommen, der Kollege. Auf jeden Fall der Klur ein bisschen. Vom Motorlage her vielleicht oder irgendwas. Hört ihr? Auch sonst, sympathisches Auto. Ich mag ihn. So. Handbremse los. Können wir auf Empfang? Einzig Wort und jo. Wir warten dann, was ich. Eigentlich cooles Auto. Oh, die Batterie, die Batterie ist platt. Die hat so viel keinen Strom angenommen. Das verwirrt die Karre. Egal. Schlüssel nehmen wir mit. Zweiten nehmen wir auch mit. Dann machen wir gleich einen Kabelbinder drum. Oh, okay, der erste ist kaputt. Seht ihr? Brief nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier. Ja, dann geht es gleich weiter, aber vor euch morgen im Video an dem E36, weil der muss ein separates Video kriegen. Den will ich heute ein bisschen aufpäppeln, dass ich ihn so wie er es verkaufen kann, weil ich werde, glaube ich, keinen TÜV drauf machen. Außer natürlich, er ist doch besser als ich dachte, was ich aber bezweifle. Er hat doch ein paar Gurkendinger, zu viele für mich. Naja, das ist jetzt. Naja, Hasis, das ist besser. Dann würde ich sagen, ist jetzt E36 Zeit, ne? Das heißt, ihr seht uns morgen im Video wieder. Weil das E36-Video gleicht sozusagen den hier morgigen Tag aus, den ich wahrscheinlich nicht filmen werde. Weil ich mich morgen in meine Buchhaltung oder meine scheiß Papiere setzen muss und meinen Steuerberater wieder ganz viel Scheiße schicken muss, damit ich wieder ganz viele Steuern nachzahlen kann. Klingt gut, oder? Macht voll die Motivation. Voll Bock, den Scheiß dahin zu schicken. Yeah! Ungefähr so läuft das hier. Aber das ist dieser Tanz der Selbstständigen. Man kann es ja auch einfach lassen oder man muss ja halt sich einfach durchbeißen. Gut, Freunde, bis morgen. Ne? Haut rein. Ciao.